Moin moin Freunde, hier ist Sascha und morgen ist es soweit, Season 8, der Ruf der Jagd startet in Overwatch. Wir dürfen uns heute schon exklusiv den kompletten Battle Pass anschauen. Vermutlich werde ich später noch ein weiteres Video zu neuen Inhalten veröffentlichen, die morgen erscheinen. Aber ja, wie üblich, wir Creator haben im Vorfeld ein bisschen Einblick in die Sachen und das will ich heute mit euch teilen. Also wenn ihr die ganzen neuen Sachen sehen wollt, solltet ihr nicht wegrennen. Jetzt seht ihr hier unten, wir haben leider so einen kleinen Bug, dass diese Vorschaubilder hier unten ein bisschen broken sind. Das ändert aber nichts daran, dass die Inhalte des Battle Pass natürlich verfügbar sind. Wir beginnen einfach mal damit, was alles drin ist. Und natürlich, neuer Battle Pass für eine neue Season bedeutet in dem Fall auch, nachdem wir letzte Season keinen neuen Held hatten, diese Season gibt es einen neuen Helden, der heißt Maugar. Ja, Maugar werdet ihr mit dem Premium Battle Pass natürlich direkt freischalten. Wir kennen das Konzept ist weiterhin Müll, aber so ist es nun mal. Neben Maugar bekommen wir im Premium Battle Pass aber auch noch den Nachteuler-Skin für Ana und holy moly, sieht der einfach gut aus, ne? Also, ich finde den richtig wild tatsächlich. Also, sowohl die Waffe, die ja wirklich dieses Ruf der Wildnis-Theme sehr gut abdeckt, mit diesem Holz, mit diesen, ja, Schuppen. Ich glaube, das sind diese kleinen Viecher, die Winston in dieser Space Season hatte, oder? Also finde ich richtig gut. Und es gibt ein Icon dazu, plus natürlich 20% EP saisonweit. Das bekommen wir quasi, indem wir auf Stufe 1 oder quasi, ne, indem wir uns den Premium Battle Pass kaufen. Stufe 2, was erwartet uns hier? Ein Icon und Credits an der Stelle. Ich versuche euch immer beides zu zeigen. Stufe 3. Jetzt mischt der Gejagte bei der Jagd mit. Okay. Das klingt so, als ob da was fehlt. Jetzt mischt der Gejagte bei der Jagd mit. Klingt so, als ob da was fehlt. So, Stufe 4. Haben wir ein Highlight-Intro für Maugar? Ja, das sieht wild aus. Wie er aus dem Dschungel rauskommt. Ich bin immer so ein bisschen tendiert dazu, bei Maugar Maui zu sagen, aber ja. Geht jedem von uns so, ne? So, dann haben wir Stufe 5. Eine Siegespose für die Junker Queen. Ja, auch relativ cool, natürlich wieder passend zum Theme der Season. Ne, dass sie so am Boden ist, so auf dem Boden, ja, so, ne, die irgendwie so Tierspuren versucht aufzunehmen. So, dann haben wir ein Spray für Wrecking Ball. Das könnte tatsächlich ein Skin sein, der später noch drin ist. Ich weiß es nicht. Ich habe den Battle Pass bisher auch noch nicht angeguckt. Dann haben wir Stufe 7 eine Namenskarte. Ja, ist ganz schön. So klassische Höhlenmalereien. Stufe 8. Oh, da bin ich ein bisschen hin und her gesprungen hier. Okay, das ist cool. Tatsächlich. Okay, also ein neues Sitz-Emote für Junkrat. Cool. So. Ich mag es, wenn die Beute sich wehrt. So, und dann kommen wir auf Stufe 10 zum ersten Skin. Ein epischer Wrecking Ball-Skin. Und ja, das ist das, was wir tatsächlich gerade gesehen haben. Also Wrecking Ball ist in einem riesigen Ei. Er ist irgendwas, was aus dem Ei geschlüpft ist. Wir gucken uns mal ganz kurz die Waffen an. Ja, ist ein Epic. Ist jetzt nichts Besonderes, würde ich sagen. Aber thematisch finde ich ihn eigentlich ganz cool. Ne? Also das, ich kann mir vorstellen, bei so einem Highlight-Intro, wo er dann da wirklich rauskommt, sieht das relativ cool aus. Ja, ist nett. So, Stufe 11. Haben wir ein Zenyatta-Highlight-Intro? Okay, nice. Natürlich noch ein alter Skin hier. Oh Gott, diese Würste, ne? Ich, ja. Immer noch kein Fan von Souvenirs an der Stelle. So, dann haben wir ein Spray für die Queen. Wir haben ein Icon. Oh, die ist cool, die Karte tatsächlich. Große Überreste. Gefällt mir. Und Credits an der Stelle, genau wie hier. So, nur die Gesunden überleben. Okay. So, dann kommen wir, glaube ich, zu einem weiteren Skin, wenn ich das richtig sehe. Nee, doch nicht, ein Waffentalisman. Okay, passend zu dem Wrecking Ball. Ja, ne, Pachimari auch nicht so meins. Oh, das ist sehr geil tatsächlich, das Spray. Passend zu diesem Nachteuler-Skin. So, Stufe 19 hat ja, das Icon und Credits. Und jetzt kommt Stufe 20, unser erster legendärer Skin hier quasi. Ja, den haben wir ja schon im Vorfeld ein bisschen gesehen, diesen Junker Queen Skin. Der wurde ja schon angeteasert und ich finde, er sieht richtig, richtig cool aus. Ne? Auch thematisch natürlich passend zur Season. Ist ja was, was ich die letzten Seasons manchmal ein bisschen angemeckert habe, dass, obwohl Blizzard ja eigentlich bei dem Battle Pass immer ein Theme folgen möchte, dass es in den letzten Jahren nicht immer so ganz gut geklappt, oder in den letzten Battle Passen nicht immer ganz gut geklappt hat. Hier bisher funktioniert es. Ich finde, die Haare sind wild, ne? Auch hier, dass sie
dass sie hier irgendwie so ein Schädel von irgendwas, was sie erlegt hat, drauf hat. Hier hinten noch so das Rückgrat. Oh, das ist ein richtig cooler Skin. Vielleicht mein Lieblings-Junker-Queen-Skin. Dann gucken wir uns eben noch die Axt an. Ja, richtig gut. Oha, oh, nice. Auch mit der Waffe, mit so ein bisschen Effekten da vorne. Das Knife. Oh, richtig gut. Richtig, richtig gut. Ja, gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, machen wir weiter. 21. Okay, kleines... Oh, das ist ja cool, dass das quasi die Ofuya hier die... die Version N. Oh, das ist cool. Das sieht sehr cool aus. Das ist kein Spiel. Es geht ums Überleben. Okay. Er klaut das Ei. Da könnte Wrecking Ball drin sein, wer weiß. So, wir gehen hier einfach ein bisschen durch, ne? So, was haben wir hier? Siegespose für Ana. Warte mal, die können wir uns mal in Kombination mit dem Nachteuler hier anschauen. Wenn ich den mal ausrüste. Wahrscheinlich sollte ich einfach mal alle Sachen, die so auf dem Way kommen, kurz ausrüsten. Weil auf dem Testserver habe ich die Möglichkeit. Das heißt, wir schalten mal eben kurz diese ganzen Sachen frei, dass wir, wenn entsprechende Intros und sowas kommen, dann auch was Passendes dazu haben. So, hier war es, ne? Genau, hier sehen wir es. Ja, ist eine ganz nette Siegespose. Jetzt nichts Besonderes. Kann man machen. So, was haben wir dann? Okay, ein Giftmüllkanister. Sure. Was ist das? Ist das Reaper? Gefährliches Ödland. Okay. Wild? Ich weiß nicht, ob das, also was das jetzt deutet. Oh, wild? Nie wieder Käfig. Okay. So, hier haben wir ja ein Exo-Rückgrat, sure. So, und dann kommt der nächste. Ah, okay. Jetzt macht diese Karte gerade Sinn. Ein neuer Reaper-Skin. Ist ein legendärer. Könnte aber auch ein Epic sein, ne? Also, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber haut mich jetzt nicht so ganz um. Ist jetzt aber auch so eine Sache, so für diese. Also, das ist jetzt wieder ein Skin, wo ich sagen muss, ich weiß nicht, ob der so 100% zu diesem Theme dieser Season passt. Nuclear 05. Ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, den würde ich jetzt nicht ausrüsten. Also, hätte auch ein Epic sein können. So, was haben wir hier? Siegespose für Ramatra. Wir haben die Junker Queen mit dem Spray. Immer dem Pfeil nach. Okay. So, das hier so was? Graffitero? Okay. So, hier sehen wir den Reaper nochmal. Großes Horn. Also diese Souvenirs, ne? Also, können wir Blizzard mal dazu bringen, dass das niemand braucht? Oder geht euch das anders? Ich weiß nicht. Ins Schwarze. Okay. So, Highlight-Intro für Ash. Okay, ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Also wirklich ein bisschen langweilig. Huh. Okay, Graffitero. Okay. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das so fühle. Also ist natürlich thematisch so ein bisschen wie der Reaper wahrscheinlich. Wobei, er trägt diese Schutzausrüstung wahrscheinlich, weil er Graffiti sprüht, aber... ja, haut mich jetzt auch nicht um. Also haut mich auch nicht um. Das ist ganz cool. Was ist das denn? Achso, eine Falle. Okay, aber das Emote ist cool. Das Emote ist sehr cool mit den Spray Paints. Kann das nochmal machen? Das gefällt mir. Also das finde ich wiederum cool. Okay. So. Netter Tag für eine Hinrichtung. So, dann natürlich Stufe 45. Viel zu weit hinten im Battle Pass, ne? Wenn man ihn nicht im Premium Battle Pass kauft, hast du Mauga. Alternativ noch einen Talisman. Hier so ein Waffentalisman, ne? Ja, viel zu weit hinten im Battle Pass, machen wir uns nichts vor. Aber ich habe so das Gefühl, das ist eine Sache, die wird sich wahrscheinlich nie bei Blizzard ändern. Leider. So, dann haben wir hier die Waldbestie. Unser erster Blick auf den Mythic. Straßenbestie, wir haben ein Icon. Du würdest in der Savanne keinen Tag überleben. So, dann kommt Stufe 50. Der Segelzahn-Fallensteller. Ja, ist ein Epic. Ja, gut. Also ich würde mir wünschen, dass die Epics vielleicht einfach weiter vorne im Battle Pass sind. Wobei auf der anderen Seite beschweren sich Leute, warum sie so weit spielen müssen, um die Legendaries zu kriegen, ne?
Ja, ist leider nichts Besonderes. Tut mir leid, ist halt in keinster Weise was Besonderes. So, dann haben wir... Okay, das ist Anderswelt. Okay, das ist cool. Das ist ein cooles Emote. Wrecking Ball, der aus dem Eis spawnt. So, wir haben noch ein Icon. Falsche Zeit, falscher Ort. Okay. So, Souvenir haben wir die Segelzahnfalle. Wir haben einen Froschtag. Oh, Einschüchterung, das ist cool. Das sieht sehr cool aus. So, was haben wir hier? Oh, das ist eine nice Card auch tatsächlich. Wasserbestie. Schuhe. Der Tod tut Not. Also eine Änderung, die ich glaube ich feststelle, ist... Oh, der ist ja... lass mich kurz den Gedankengang zu Ende führen. Eine Änderung. In der letzten Season war es ja so, dass du ab einer vorherigen Stufe schon die ersten Stufen des Mythic-Skins freigeschaltet hast. Das ist scheinbar nicht mehr so. Also Mythic-Skin scheinbar komplett mit allen Farbvarianten auf der 80. Was natürlich bedeutet, mehr Legend, also mehr Skins und so weiter im Battle Pass selbst. Der ist insane. Tatsächlich. Der ist wirklich insane. Den möchte ich haben. Also der sieht richtig gut. Ich habe tatsächlich schon ein Video aufgenommen zu den anderen Cosmetics vom Mauga. Und das ist, glaube ich, mein absoluter Favorit. Wow. Also wirklich. Richtig wild. Können wir uns hier mal eben... Also allein die Waffen, ne? Diese Liebe zum Detail hier einfach, dass es alles so aus Knochenteilen gemacht ist. Wow. Wow. Ja, müssen wir mal ausrüsten. Sehr cool. So, was haben wir hier? Wir haben Highlight-Intro für Reaper. Okay, das ist ganz nett. Das sieht aus, als ob er fliegen würde. Niemand ist größer als das Spiel. Ja, okay. So, Giftmüll. Eine weitere Card. Oh, okay, noch ein Feuer-Emo. Oh, das finde ich cool. Ich wünschte, davon würde es mehr geben. Wie cool wäre das einfach, wenn du... sie macht den Visu an. Wie cool wäre das einfach tatsächlich, wenn du mit 4 Leuten oder so ums Feuer oder dem kompletten Team mit 5 Leuten ums Feuer, jeder könnte irgendwie ein Feuer und so. Das würde ich cool finden. Ich jage heimlich und verstohlen. Ja, haut mich jetzt nicht um. Was ist das? Was ist das denn? Exokäfer? Warum hat der... Pupt der gerade oder was bin ich hier am Sehen? So, Graffiti. So, dann auf 70 noch ein Epic. Aber, oh, der ist aber gut. Der sieht cool aus. Welttierflüsterer, den fühle ich deutlich mehr. Der sieht sehr cool aus. Also das auf der anderen Seite könnte tatsächlich ein Legendary auch sein, ne? Also der Kopfschmuck, ich meine, es ist natürlich relativ Standard Zenyatta, aber... Also das ist für mich eher ein Legendary als ein Epic. Naja. So, dann kommen wir auf die Zielgeraden des Battle Passes. Hier noch ein schönes Mauga-Spray, eine Card mit der Arktis-Bestie, eine Fährte. Ihr wollt mich nicht brüllen hören. Fast ein bisschen schade, dass hier so viel Trash auf den letzten Stufen ist, möchte ich fast sagen. Verneigen, okay, also eine Siegespose. Schon wieder so viele Souvenirs, ne, das ist halt einfach nur Füllmaterial. Okay, wir haben einen Fortlaufend-Emote für Soldier. Okay, cool. So, und dann kommen wir auf Stufe 80 und hier ist natürlich der Legendary drauf. Habe ich schon im Vorfeld was zu gesagt. Wir gucken uns natürlich die Anpassungsmöglichkeiten an. Ich habe dazu schon gesagt, dass der natürlich relativ ähnlich wie dieser Käfer-Skin von Orisa aussieht. Deswegen finde ich es ein bisschen schade. In-game sieht er jetzt ein ganzes Stück besser aus, gerade mit diesen Effekten, die hier dran sind. Aber er ist natürlich trotzdem sehr ähnlich zu dem, was wir schon haben. Das ändert sich natürlich, wenn wir uns die Farbvarianten anschauen. Diese Version und diese Version. Die Version ist übrigens wild. Aber erneut zeigt sich hier leider ein bisschen, dass unfassbar wenige Anpassungsmöglichkeiten da sind. Also, wenn wir mal mit Cyber Genji Season 1 vergleichen, da war gefühlt so viel, was du ändern konntest. Und ich habe so das Gefühl, und ich habe das auch letztes, also in Season 7 schon gesagt, dass es jede Season weniger wird. Und dann kann man sich fast das Konzept vom Mythic Skin sparen, wenn letztendlich so wenig anpassbar ist. Warum nicht in die Prestigestufen einfach mehr Zeug reinstecken? Eine zweite, eine dritte, eine vierte Waffe. Natürlich ist es mehr Aufwand, aber die Leute zahlen auch dafür. Das ist der Aspekt, die Version finde ich übrigens auch ganz cool. Das ist die Version, das ist das, was ich einfach nicht so ganz verstehe. Waffe sieht cool aus. Ich glaube tatsächlich, das hier wird so meine Version. Das hier und... Ich muss mal mit der Waffe gucken. Wahrscheinlich die Waffe.
Ja, auch wenn natürlich die Ult noch spezielle Effekte hat, so ein Sandeffekt und sowas. Aber alles in allem ist es leider, ja, also der Battle Pass ist okay. Ich mag das Theme, ich finde den Skin finde ich ganz toll. Ich finde den hier finde ich super. Also der ist absolut insane. Wie gesagt, der Value ist in meinen Augen gegeben für 10 Euro. Ne? Versteht mich nicht falsch. Natürlich ist es Geld, was ihr ausgebt, aber wenn ich 10 Euro auf Overwatch ein Spiel, was ich viel spiele, draufwerfe, dann würde ich es mit Battle Pass immer tun. Auch wenn ich jetzt vielleicht ein paar Sachen hier nicht ganz so geil finde, wie diese 30 Stufen hier, aber der ist halt auch extrem gut. Und alles, was so dieses Ruf der Jagd-Theme ist, finde ich toll. Wirklich, diese Toxic-Skins verstehe ich nicht ganz. Aber so ist es nun mal. Gut, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt einen Überblick beim Battle Pass bekommen. Schreibt mir gerne mal in den Kommentarbereich, wie euch gefällt. Und dann sehen wir uns im Kommentarbereich wieder.